Hallo Freunde, ja, ich bin wieder aus Seligenstadt. Diesmal wieder vom Klostergarten, also vom Kloster. Und ich möchte hier gerne euch mal alles ein bisschen hier im Frühling zeigen. Ja, Frühling ist hier ein bisschen anderes, viel bunter. Wir haben ein paar Schafe und auch hier der Kirschbaum ist am Blühen. Was mich wundert, wir haben hier auch weiße Faule, die ich momentan hier nicht sehen kann. Aber in einem paar Fotos habe ich mal hier die Faule aufgezeichnet. Hier vorne seht ihr gerade, haben wir ja wunderschön geschmückt. Ihr seht hier weiß-rot, weiß-rot, wunderschöne Pflanzen, schöne Blumen. Und die Gärtner haben sich hier viel Mühe gegeben, uns mit so einem Bild zu erfreuen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich bin immer meistens zu den Zeiten Winter oder Herbst gekommen hierher. Der Frühling hier ist auf jeden Fall eine ganz, ganz andere Blickrichtung. Schauen wir uns mal den anderen Klostergartenbereich an, wie er am Blühen ist. Na, die verkaufen hier sogar Klosterbrot. 5 Euro ein Kilo. Naja. Schön sommerlich warm, obwohl wir Frühling haben. Also um die 20 Grad haben wir jetzt. Die Vögel sind am Zwitschern. Das Ganze hat so richtig schön einen gemütlichen Morgen. Morgen bin ich wieder im Flippern Arcade-Museum und ja, Sonntag geht es dann wieder zurück. Ich bin am Donnerstag angereist, weil ich ein paar Tage Urlaub hatte. Und Seligenstadt gehört zu den Städten. Ah, ich meine Lieblingsstrecke, weil sie ein schönes altes historisches Zentrum haben. Ich stelle mir das Ganze jetzt noch vor, wie dieses Kloster noch als Kloster fungierte. Morgens die Mönche zu den Gebeten gerufen worden sind. Ja. Ich denke mal, wir schauen uns mal einfach den Klostergarten an. Hier sind fleißig die Gärtner schon dran. Jetzt mal ein bisschen raus. Ja.
Hier haben wir den Arzneibereich. Petersilien, klar, das ist was für die Küche. Nierenblasen, da ist noch nichts da, aber kommt wohl. Wasserpfeffer, Kröterich. Zeitlosen Schillerkraut, Prostata, ja, für gewisse ältere Herren ist so ein Kraut manchmal wichtig, ne? Wenn es nicht mehr tropft. Gefleckter Aaronstab. Also hier ist im Bereich Kräutergarten, Küche und Arznei. Da laufen natürlich die Kinder volles Programm in die Beete rum. Arabischer Majoran. Gewürze. Oh Mann, wie wäre die Welt ohne Gewürze? Fahrt, denke ich mal. So, jetzt kommen wir hier mal ein bisschen mehr in den blumigen Bereich. Wir laufen einfach mal durch. Hier sind viele Tulpen in verschiedenen Farben. Auch die kleinen Bäumchen sind schon ein bisschen in der Blühphase. Auch hier wieder mal rot-weiß mit violett und blau untermalt. So ein schöner Kirschbaum. Bäume am Rand sind auch schon am Grünen. Und hier kann man sehen, ja,
Ich denke mal, zur Zeit, wo es noch kein TV gab und Radio, war wohl hier der Klostergarten die Tagesbeschäftigung der Benediktiner, Mönche oder Nonnen. Muss mir jetzt nachgucken, ob ich jetzt mich nicht vertue. Ja, und hier haben wir halt auch Brombeere, Heidelbeere, Alkan. Aufgenommen. Ich fotografiere gerade hier einige Bilder mit 200 Megapixel und stelle die dir nachher bei Google Foto rein. Ja, hier laufen auch viele Fotografen jetzt rum und machen sich ein Bild von dem schönen Garten hier. Und Fotos werden von Handys gemacht, überall. Auch hier wieder mal weiß-rot.
Also, wenn ich jetzt mir das Ganze anschaue, weiß-rot, mit der Flagge, oder das mit der Fahne, vielleicht ist es eine Art, naja, Symbol. Da sind Hunde durchgelaufen. Und da hinten sind die fleißigen Gärtner. Ja, ich glaube, ohne ihre zauberhaften Hände würde hier der Garten nicht so gut aussehen. Ich hoffe, der Garten hat euch gefallen. Ich könnte jetzt hier noch stundenlang rumlaufen. Das ist einfach herrlich. So, jetzt sind wir wieder bei den Kräutern. Na, was haben wir denn da? Na? Ich dachte, das sah jetzt aus wie die berühmte Pflanze, die seit dem 1. April erlaubt ist. Ist aber nicht der Fall. So, jetzt gehen wir wieder aus dem Klostergarten raus. Ich hoffe, die kleine Impression hat euch gefallen.
gucken wir uns mal das Schildchen nochmal an. Apothekenkloster Seligenstadt. Hier haben wir den internen Garten, also Gewächshäuser für bestimmte Pflanzen, die halt draußen noch nicht ausgesät werden dürfen oder ausgepflanzt. Ja, ihr seht hier, hier gibt es immer viel zu tun und die Gärtner sind mit Elan an ihren Werken. Im Hintergrund seht ihr die Kirche, da habe ich auch schon einige Videos drüber gemacht. Einmal über Weihnachten und dann war mal so eine Geschichte im Jahr, da war auch eine große Hochzeit gewesen. Da war ein Brautpaar mit Pferdekutsche und dann stand da auch in der Nähe ein Rolls-Royce. Ja, gucken wir mal. Den Löwen haben wir auch bei uns im Wappen natürlich mit Garn etc. Das ist sozusagen unser Wappen auch. Kommt hier häufig vor, dieser Löwe. Das ist hier sozusagen das kleine weiße kleine Häuschen hier vorne. Das ist der Taubenschlag. Hier sind vorwiegend nur weiße Tauben. Auch eine graue, aber gezüchtet wurden hier weiße Tauben vorwiegend. Aber manchmal gibt es ja auch einen kleinen Eindringling. Tja, täuberig. Wenn die dicke Liebe am Laufen ist, dann gibt es keine Grenzen. Naja. Haben wir noch hier ein paar schöne Bilder. Fotos. 200 Megapixel, das gibt immer schön große, gute Auflösung. Die Osterwochen sind vorbei. Jetzt fängt wieder das Jahr an. Neue sommerliche Jahr. So, hier haben wir auch noch mal die Mühle, aber heute mal nicht in Betrieb. Es gibt aber, glaube ich, ein Kurzvideo von mir, das habe ich reingestellt mit der Mühle, wie sie läuft. Jo. Gucken wir mal nach, ob man hier ein Brot kriegt. Klosterbrot, vielleicht sind die schon leider alle ausverkauft. Seid bitte nicht böse, ich mache hier keine Aufnahmen von drinnen. So, ihr seht hier, ich habe mein Klosterbrot mir geholt. Das kann man schon mehr erwarten, gesundes Essen. Ah, da hängt jemand was gerade oben auf. Was könnte das denn sein?
fotografiert jemanden. So, meine lieben Leute, besonders an unseren Seligenstatter, danke für den schönen Klostergarten. Ihr könnt hier ins Café eigentlich jeden Tag rein, außer Dienstag. Dienstag ist dazu. Und ihr seht, den Klosterbrot kostet stolze 5 Euro. Ja, aber mit natürlichen Stoffen versetzt und nicht irgendwelchen Dingen, wo man nicht weiß, was das ist. Das war's.